mal. Glowstick. Ach, da unten ist ein Lebenskristall. Abbauen. Ist das das Silber? Yo. Wow, das dauert aber eine ganze Weile, bis ich das Ganze abgebaut habe. Hm. Oder es ist gar nicht mal so viel, aber ich möchte halt viel mitnehmen. Denn ich möchte die komplette Silberrüstung haben, auch wenn ich sie nie anziehen werde. Das ist halt schicke Dekoration. So. Kurz mal mir da jetzt ein Atemloch schaffen. So, der da weg, der da weg. Der da, der da, der da. Der da, der da und der da. Und jetzt geht's hier hoch. Hallo? Aha. Und Fackel. Fackel. Komm. Gleich habe ich dich. Gleich habe ich dich auch. Komm. Heilung. Wieso hat es wenigstens mit der Heilung geklappt? Komm. So. Zacka, 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 zacka. Von hier aus ist es sehr einfach, die zu erledigen. Jetzt gehe ich hier runter, warum auch immer. Und jetzt wird es schwieriger. Oh, ich habe noch ein... Okay. Normalerweise finde ich nicht mal eins von den Dingern und jetzt direkt zwei. Cool. Komm. Oh, verdammt, ich kann ja noch nicht mal einen Heiltrank im Moment einnehmen. Da dann ein ganzer Goldcoin liegt, gehe ich da lieber nochmal runter. So. Na, immerhin, diesmal habe ich eine Wein eingesammelt. Das Dynamit möchte ich nicht mit mir rumschleppen. Die Pfeile kann ich auch noch da rein oder da drin unterbringen. Die Schäkel. Andererseits, wenn ich ehrlich bin, habe ich... Nee, auch wenn dann Gold liegt, ich gehe jetzt nach Hause. Weil ich... Na toll, sehr effektiv gerade. Weil ich im Moment sowieso das ganze Zeug nach Hause schleppen muss. Das kriege ich sowieso nur schwer hin. Und... Tja. Das nehme ich mit. Die Stachel nehme ich auf jeden Fall mit. Stattdessen kann ja... Schade, dass ich keine Glowing Mushrooms habe. Dann könnte ich daraus die Dings machen. Die Stacheln tausche ich ein gegen die Spinnweben da. Das Dynamit tausche ich ein gegen diese Pilze. Und dann nehme ich noch mir die Samen mit. Tausche ich einmal ein gegen das eine Blinkwatch-Teil und dann ein gegen gegen was denn eigentlich? Gegen die Fische. Das hole ich später dann ab. Und jetzt tue ich da noch ein einziges Holz rein. Und dann heißt es ab nach Hause. Und das hat mir jetzt nichts gebracht, weil das nämlich die falsche Wohnung war. Jetzt aber. Ab nach Hause. So. Ich hätte natürlich jetzt noch hier diese Transporttricks ausnutzen können, aber egal. Da kommt ein Quickstack. Ein einziger Pfeil, super. Dort mache ich einen Quickstack. Die Fackel kommt dort wieder hin. Hier
mache ich kurz mal aus den Spinnenweben. Das da. Was haben wir dann hier? Nee, da. Einfach mal alles reintun. Ein Riesenhaufen Stoff. Wurmzähne, Fische, Eicheln. Da bringt mir jetzt erstmal nichts weiter. Die Stacheln nehme ich mit. Und dann möchte ich gerade mal was ausprobieren. Ich müsste doch, ich glaube, dafür brauche ich leere Flasche, mir hier grüne Farbe machen können, wenn ich mal wieder nicht das Ding in der Hand hätte. Ja, wie gesagt, bla 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 bla, grüne Farbe herstellen können. 1, 2, 3, 4. Und dann ist jetzt die Frage, die ich gleich den Dings stellen muss, wie viel davon brauche ich denn? Erstmal kann ich das jetzt wieder da rein. Erstmal kann ich hier einen kleinen Quickstack machen. Dann auf die andere Seite zu dem Werk. Nein, hier sind ja die Tränke. Eine Etage tiefer zu den ganzen Farmsachen. Dort tue ich dann auch das Dynamit rein. Vorsicht, nicht werfen, sonst macht's Boom. Stacheln, Dschungelsporn, Lian. Was haben wir hier? Nichts Spannendes. Dort kann ich ja die ganzen... Alter, wie viel ich davon habe. Das Brisknature-Gift behalte ich mal. So, den Rest kann ich mal verkaufen und gucken, was ich dafür kriege. Ja. Aber vorher frage ich dich, Scott, was kann ich mir bitteschön jetzt aus... erstmal, ja genau, das meinte ich, die Mana-Blume. Was kann ich mir jetzt bitteschön aus der grünen Farbe craften? Ich kann mir hier eine, naja, Zelda-Rüstung craften. Brauche ich halt immer drei Farbe pro Rüstungsteil. Das bedeutet in meinem Fall, dass ich jetzt noch 11 Farbe... Nee, stimmt gar nicht. Was laber ich hier? 5 Farbe brauche, das sind 15 Dschungelsamen. Und ich kann mir jetzt einen Teil machen und dafür nehme ich mir Evo's Shirt. Was ich mir aber nicht machen kann, weil ich die Dinger zurück in die Truhe gelegt habe, die Wolle. Dann lege ich die grüne Farbe auch mal dahin. Und das habe ich ganz vergessen, dich zu fragen. Sag nochmal, was kann ich mir jetzt daraus craften? Ja, die Grasklinge kann ich mir craften. Dann kann ich mir den da, glaube ich, auch noch ohne... Ja, den kann ich mir auch ohne die Dings, ohne Lianen machen. Aber dafür brauche ich noch mehr Dschungelsporen. Und dafür brauche ich noch eine Liane. Das heißt, ich brauche noch eine Liane. Und jetzt muss ich mal ausrechnen, wie viele Dschungelsporen brauche ich. Also, dafür, dann habe ich noch eine übrig. Und ich kann ja auch ausrechnen, ob ich davon noch was brauche. 15 Stück davon. So. Dann. Jetzt brauche ich das wieder da unten. Hier. Dafür brauche ich 7. Dafür brauche ich dann 23. Und hier natürlich, das habe ich noch. Und dafür dann 31. Noch 31 Dschungel. Stimmt das? Ja, das müsste stimmen. Wenn nicht, dann habe ich es gerade verrechnet. Ist nicht schlimm. Noch 31 Dschungelsporen, dann habe ich das. Und hier kann ich mir jetzt die Legendary Blade of Grass machen. Okay, erstmal die Blade of Grass. Es ist nur die Blade of Grass. Oh. Wie gesagt, ich hatte das Ding mal in Legendary. Naja, ist aber ziemlich groß. Kann ich dann leider nicht mehr gedrückt halten. Das Meteor-Hemex tue ich mal hier unten hin. So, das, damit bin ich alles noch einverstanden. Hier kommen jetzt die drei rein. Die Flaschen räume ich mal wieder zurück. Dir kann ich ja mal kurz die... Ich hatte eine Arkane Kupferuhr. Wusste ich gar nicht mehr. Das Naturgift verkaufen. Die Kupferuhr behalte ich mal noch. Oh, ein Gold für die. Cool. Hm. Erstmal muss ich das jetzt alles irgendwo reinräumen.
Und zwar nehme ich dafür... Ich räume die Sache mal hier rein. Das passt. Der Dreck kommt auch noch da rein. Und, ach ja, den zweiten Spiegel, den kann ich ja auch verkaufen. Ich meine, hallo, was soll ich damit sonst machen? Ein Gold. Okay, ich könnte gucken, wenn ich hier irgendwann mal einen Stargast habe, dass der den dann kriegt, aber... Naja, ich bezweifle, dass hier je einer mitmachen möchte. Ach, hör mal, Mortimer. Mortimer. Willst du vielleicht einen einzelnen Holzpfeil? Danke. So. Dann... Back to the jungle. Also... Alter, wie groß das ist. Ist auch eine Klinge, die in der Lage ist, durch eine Wand Gras zu zerschneiden. Das wird da als besonderes Merkmal erwähnt. Ist meiner Meinung nach ganz normal für Schwert. Ich habe es jetzt noch nie besonders ausprobiert. Tja, wir werden sehen. Erstmal heißt es jetzt zurück in den Dschungel. Und danach muss ich mal gucken. Also, ich sag mal 31 Dschungelsporen und eine einzige Liane. Ich muss wirklich auf Dschungelsporensuche gehen. Die Liane kriege ich irgendwann ja, aber die Dschungelsporen... Und dann habe ich zumindest schon mal die Rüstung, die ich zwar im Moment noch nicht brauche, weil ich kaum Magiesachen habe, aber naja, ich habe sie halt. Alter, wie viel das gibt. Also jetzt hier. Das Ding halt. Nein. Hallo. Zwei Schläge und die sind K.O. Okay, das war auch vorher schon so, aber... Irgendwie ist es, finde ich es hiermit ein bisschen erstaunlicher. So, weiter geht's. Komm. Zack, zack. Und... ich hoffe, das Let's Play ist jetzt überhaupt noch spannend. Ich meine, ich nehme jetzt mal wieder sehr lange auf. Ich glaube, das Ding werde ich auch direkt zum Anfang in zwei Parts aufteilen. Ach, nee. Ich meine... Nee, ich lasse es. Das wird mal wieder viel Arbeit mit dem Rendern, aber ich werde es hinkriegen. Ich meine, ich muss ja nicht alles heute, morgen und so weiter rendern. Heute werde ich ja einfach mal noch die letzten Aufnahmen, die letzten Videos von der letzten Aufnahme zu Ende rendern. Und dann kann ich ja in den nächsten Tagen das weiter rendern. Da habe ich übrigens gerade einen Jungle Quest Seed bekommen. Falls es einer von euch bemerkt hat. Komm. Gleich habe ich dich. Okay, eigentlich ist es keine Zelda-Rüstung, sondern eine Link-Rüstung, aber ihr wisst, was ich meine. Und eigentlich ist es ja auch keine Rüstung, sondern nur Kleider. Naja, ich denke mal, niemand wird es mir übel nehmen, dass ich Link-Rüstung gesagt habe. Darüber noch springen. Da reingehen. Dort muss ich kein Holz nehmen, weil ich noch eins dabei habe. Und dann... Spawnpoint setzen. Dort tue ich das mal kurz rein, außer das Holz, dann nehme ich das nur so. Und jetzt werde ich, meine Damen und Herren, was laber ich hier für ein Schwachsinn, wieder zurück in den Dschungel gehen, ob sie es wollen oder nicht. Ja, natürlich. Okay, ehrlich gesagt, wenn sie es nicht wollen, gehe ich natürlich nicht mehr dahin, aber bis dieses Video online ist und ihr mir dann in die Kommentare schreiben könnt, ob ihr weiterhin in den Dschungel wollt, ist so viel Zeit vergangen. Ja, also ich sag mal, wenn ich täglich ein 12-Minuten-Video hochlade, also 10 bis 15 Minuten sind es ja immer, ich sag mal, 12 Minuten ist dann ein gutes Mittel, und diese Aufnahme jetzt schon wieder, keine Ahnung, 3 Stunden dauert, kann ich 15 Videos damit hochladen. Gut, dass hier ein Vlog war. Na, das wird ja spaßig. Und wenn ich noch länger auf